Ja, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen heute Sie auf einen Spaziergang mit einladen durch einen neuen Straßenzug, der eigentlich historisch geprägt schon sehr, sehr alt ist, aber in einem ganz neuen Kleid erscheint. Er ist komplett überarbeitet und neu gestaltet worden. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber es ist trotzdem etwas, wo Herzenssache bei mir ist. Lassen Sie uns einfach durch die Spitalgasse laufen und ich erläutere Ihnen weitere Sachen. Wir wollten natürlich auch die Puppenkiste mit einer besonderen Gestaltung hier von der Wertigkeit auch darstellen, weil die ganze Stadt Augsburg natürlich sehr stolz auf unsere Puppenkiste ist. Was Sie hier in dem gesamten Bereich sicherlich vermissen werden und Sie werden sagen, naja, es ist ja schön mit so vielen Steinen zwischen den Häusern drin, aber gibt es denn gar kein Grün oder gibt es denn keine Bänke, keine Fahrradständer? Das wird alles noch kommen. Bis Ende Oktober haben wir das alles so weit aufgestellt, dass dann dieses Gestaltungsbild in der Gesamtheit erkennbar ist. Was erst im November kommen wird, sind die neuen Baumpflanzungen, die es bisher überhaupt nicht in der Spitalgasse gegeben hat, die an einzelnen Bauminseln untergebracht werden. Das können wir aber erst machen, wenn die Temperaturen so kühl sind, dass die Bäume nicht mehr austreiben. Und dann werden wir auch Grün in den Straßenraum reinbringen. Jetzt sind wir am südlichsten Ende der Spitalgasse, also direkt am Fuße des Roten Tors, am Roten Torplatz. Und den werden Sie überhaupt nicht mehr erkennen. Früher hier ein Großparkplatz, wo keinerlei Aufenthaltsqualität war. Und jetzt künftig eine Fläche, die als Plateau hergestellt wird, auf dem Außengastronomie stattfinden soll. Und da sind wir froh, dass wir einen Traditionsgastronomen hier direkt vor Ort haben, mit dem Irish Pub, dem Murdochs. Nur ein bisschen Geschichte von uns. Wir sind seit 14 Jahren hier. Wir arbeiten sehr gern mit den ganzen Leuten hier in der Straße, also Puppenkiste. Roland vorne an der Haifisch Bar, Annepam, das ist eine schöne Meile geworden. Ich denke, das ist eine tolle Ergänzung jetzt, die Straße ist neu gemacht. Die Leute werden das sehen. Wir hoffen, dass es dann auch mehr Besucher hier reinziehen werden. Jetzt sind wir beim Paritätischen Hospitalstift bei St. Margret und hier dieser Platz beim Rabenbad, der wäre eigentlich überhaupt nicht vorgesehen gewesen, dass wir ihn umgestalten. Und auf Bitte von St. Margret und deren Geschäftsführung an die Stadträte, weil hier halt auch sehr viele ältere Menschen sind, ist diese Bitte erhört worden und der Stadtrat hat dann ein Jahr später beschlossen, diese Fläche muss auf jeden Fall mit umgestaltet werden, dass für die älteren Menschen hier mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl, dass dieselben Qualitätsansprüche da sind. Und wir haben das Geld bekommen, da bin ich dem Stadtrat auch sehr dankbar. Und jetzt ist auch diese Platzfläche fast fertig. Man sieht so im Hintergrund, heute haben die Verfugungen stattgefunden. Es kommen jetzt noch Bänke rein, weil dort, wo ältere Menschen sind, da brauchen wir auch Ruhezonen, wo man sich dann einmal hinsetzen kann und einfach den Ausblick genießen kann. Und wir freuen uns, dass es jetzt in der Gesamtheit auf diesem auch wichtigen Weg runter zu den Apothekergärtchen, dass wir hier auch diese Fläche ansprechend gestalten können. Nicht jeder hat einen Rollstuhl, die anderen haben bloß einen Rollator. Und da kann man halt noch mal nachsitzen. Ach, da kommt schon jemand. Irgendjemand, oder ich nehme was lesen mit. Egal, nein, lies. Ach, da gibt es immer was zum Tun. Zum Schauer. Das tut man gern. Die Leute so, oh, die hast du schön angezogen. Oh, was hat denn die heute da? Das ist furchtbar mit uns Weiber. Grüß Gott, mein Name ist Michael Mayer. Ich bin der Einrichtungsleiter dieses Altenheims bei St. Margaret des Paritätischen Hospitalstifts. Wir sind ein Pflegeheim. Wir haben sehr viele pflegebedürftige Bewohner, die sich herausbewegen können. Brauchen fast alle Rollstuhl und Rollatoren. Für die bricht jetzt ein neues Zeitalter an. Wir haben eine schöne neue Bepflasterung. Die Bewegungsmöglichkeiten werden viel größer und die Bewohner haben dadurch auch viel mehr Spaß dabei. Hallo, mein Name ist Uwe Rachut. Ich wohne hier im Ulrichsviertel und engagiere mich auch in dem Verein Ulrichsviertel e.V. Wir kümmern uns zum Beispiel auch um dieses beliebte Straßenfest hier bei uns hinterm Ulrich und natürlich auch, was jetzt hier einfach die Verkehrspolitik angeht, schon seit vielen Jahrzehnten war uns das ein Dorn im Auge, dass hier die Taxis vor allen Dingen nachts zwischen Mitternacht und Sigschminet durch die Gasse gerast sind.
Wir freuen uns über die Verkehrsberuhigung, über die grünen Inseln, die wir auch ganz klein wenig betreuen wollen, indem wir Baumpatenschaften übernehmen und sind natürlich sehr froh, dass dieses Viertel hier so aufgemotzt wird. Vielen Dank dafür von den Anliegern an die Stadt Augsburg. Mein Name ist Georg Laxgang von der gleichnamigen Bäckerei. Die neue Spitalgasse hat den Vorteil, dass nicht nur wir als Gastronomen hier unsere Gäste in einem tollen Ambiente einladen können, sondern auch die ganze Straßensituation durch den neuen Belag und durch dieses offene Gebaren von einer verkehrsberuhigten Straße dazu einlädt, zusammen diese Straße zu genießen. Für mich ist es natürlich klar, oder wir setzen es voraus, dass hier durch die Gestaltung und durch das offene Gebaren an den Brunnentürmen einfach hier mehr von den Touristen, die Augsburg besuchen, die Spitalgasse irgendwo finden werden. Pfundig, gell? Mei. Ja, jetzt fehlt bloß noch, dass auch wieder Leute in mein Bubakisch kommen dürfen. Dann wird die Spitalgasse richtig voll und mein Bubakisch wird auch wieder richtig voll und dann ist richtig schön. Also bis dahin, pfiat's euch, Servus!